Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Yo, In der letzten Mama. Folge waren wir das Sully, erste Mal. Oh. Hallöchen, wer bist denn du? Tobias, wir kennen dich? Wer bist du? Wir kennen. Ich kenne dich, Tobias? Hä? Keiner gut kompatibel, weder Freund noch Feind. Einfach eine ganz normale Beziehung. Ging ja mit mir zur Schule, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir letzten Part in der Schule. Und ich muss sagen, es ist interessant gewesen, sagen wir es mal so. Also ich hätte mir halt noch einige Sachen gewünscht, zum Beispiel, dass man halt dann noch mit den anderen Zimmern interagieren kann oder so, dass man halt dann da sich so Hausaufgaben austauschen kann oder auch zusammen lernen kann. Aber ich glaube, das ist, wenn dann halt nur in Sims 3 der Fall. Aber sonst gefällt es mir, muss ich sagen. So, ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen. Oh, was ist das denn? Angst der Dunkelheit. Hier ist doch 2046. Da brennt doch noch das Licht. Da weiß ich nicht, was mit hier los ist. Auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen was umgebaut. Ich habe mir jetzt hier eine Dusche hin platziert und möchte mal wissen, was das für ein Zeichen ist. Genau wie das hier. Ist halt eine Wunschkugel, aber damit kann man nicht interagieren. Ja, sie muss erstmal duschen. Was machst du gerade so? Oh. Vorsicht. Oh mein Gott. Oh Gott, Flocky, pass bloß auf. Gott, ist das süß manchmal mit ihm, ne? Oder mit ihr. Also ich muss sagen, die Pferde gefallen mir bei Sims 4 auch ganz gut. Natürlich ist es halt immer ein bisschen besser, wenn man halt Erfahrung hat schon bei Sims 3. Es ist, wenn in Sims 3 immer noch ein bisschen besser, muss ich sagen, weil Sims 4 ist so, ein bisschen so, muss nicht sein, hat schon und damit muss man sowieso auch erstmal klarkommen. Warum sind hier jetzt so viele Teenager? Was ist denn jetzt los hier? Hallo, wer bist denn du? Wait a minute, bitte. Du bist. Stopp. Fabian Grove, okay. Sind so einige schmackhafte Leute hier, muss ich mal sagen. Also, Livy kennen wir, die haben wir ja getroffen. Nadja, die werden wir noch früher oder später nochmal wiedersehen. Oh. Warum leuchtet das jetzt hier? Ich kann mich mal vorstellen. Ich kann mich mal vorstellen. Diese Gelegenheit kommst du nie wieder. So. Ach so, was wir auch erstmal mal kurz machen können, ich werde mal ganz kurz hier einen Erstellen, ein Sim machen, weil wir halt mitbekommen, dass wir halt ein bisschen in der Schule der Main Character sind und das möchte ich halt nicht gerne machen. Pick Deswegen neu. bekommt sie jetzt ein zweites Alltagsoutfit. Und zwar nur von der Erweiterung Highschool-Jahre. Wo ist das denn? Highschool-Jahre. Genau. Ja, ich würde sagen, wir sind halt so ein. Nee. So, auch nicht. Chili, da sind wir halt gar nicht, ne? Oh, das sieht süß aus, aber das ist dann halt so frei. Also Freizeit, muss ich sagen. Generell alles so Freizeit. Ich mach mal das. Obwohl, das sieht halt. Ah, ich weiß nicht. Dann nehme ich das hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und mach dann auch den Rock dazu nicht. Irgendwie was anderes, bitte. Ich mach mal wieder so Highschool-Jahre-Packs.
Ernsthaft jetzt? Was ist das denn? Gibt's da echt komische Hosen? Gibt's denn normale Hosen, die ich denn anziehen könnte? Nee, einfach nur ein Skirt. Dann mache ich das so, dass ich dann das und das hier anziehe. Das sieht so zwangsmäßig aus. Oder ich mach das so, genau, so passt das doch. Und dann halt einfach normale Schuhe, die dann halt auch dazu passen. Gibt es denn auch dazu was? Ich möchte mich jetzt hier nicht so lange rumtreiben. Dass wir uns denn gemäß denn dazu anziehen. Genau, perfekt, klappt doch. Super. Ja, haben wir es auch schon geklärt, wenn wir halt dann mal wieder mit ihr zur Highschool gehen. Ich glaube, einmal werde ich das dann jetzt nochmal mitmachen. Und dann lasse ich sie erstmal wieder ein paar Tage alleine gehen, weil ich muss mich ja halt auch noch um die anderen kümmern. Zum Beispiel hat ja jetzt halt auch Laurus Geburtstag. Genau. Und ich glaube, ich werde mal mit dir nach Hause gehen, weil ich glaube, das bringt auf jeden Fall nichts, wenn ich hier jetzt mit dir noch bleibe, weil du halt voll Angst hast und so. Deswegen. Oh, oder geh mal lieber nach Hause. Oh. Menschenskinder. Ja, da ist sogar die Eisenbahn angegangen hier. Also heute ist echt super. Ich kriege die Wörter heute echt gut zusammen. Ja. Ich bin mal gespannt, was wird, ne? Also, was ich mir jetzt auf jeden Fall vorgestellt habe, ist, ich möchte gerne, so gesagt, bis Part 100 heute gerne spielen. Aber ich glaube, das wird heute sowieso nichts. Mal gucken, wie das heute läuft. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist mit Summer halt einen Kuchen backen, damit denn halt Laurus jetzt zum Kind wird. Also die Tage vergehen, muss ich sagen. Also es ist Wahnsinn, wie schnell die erwachsen werden. Ja, und Theo hat ja dann sowieso auch erst in 5 Tagen Geburtstag. Ja, und bei unseren Sim-Leuten, da ist es auch nicht anders, ne? Wenn man jetzt hier mal sehen kann. Bei Dahlia wird es wahrscheinlich auch ganz schön knapp werden. Ja, sie ist fast in der Mitte. Leute, sie ist fast in der Mitte. Weil ich habe ja gesagt, dass meine Sims denn, wenn das hier in der Mitte ist, dass ich den Alter lasse. Weil ich möchte halt jetzt keine 42 Tage einen Erwachsenen spielen. Das passt nicht. Ich brauche wirklich einen Schieberegler bei Sims 4. So, haben wir denn vielleicht noch einen ganzen Kuchen da? Oder ist denn gar nichts mehr da? Hier. Perfekt, da müssen wir keinen machen. Kerzen hinzufügen. Ja, ich weiß. Ich musste noch gucken, wie ich das denn mache. So, was machst du dir gerade? Ah, machst du dir Grilled Cheese? Oh, Vorsicht. Vorsicht, genau. Erstmal lernen, wie das deine Mutter macht und dann ist es gut, ne? So, verkaufen mal alles. Müssen wir auch noch gießen? Nee, ne? Hier müssen wir, wenn dann vielleicht gießen. Nee, erforschen, düngen. Basilikum ernten. Alles, nee. Ich will verkaufen. Okay. Sim Hingabe ausdrücken. Ja. Will Theo wechseln. Ja. So. Was wir machen ist. Abfeiern. Helfen Kerzen auszupusten. Laurus da. Geh mal vom Band runter und hilf jetzt mal deinen Sohn. Der halt jetzt aufstehen muss. Achso, du bist ja immer noch kaputt. Ja, denn. Dann mach den mal, reparier den mal. So, und du hast jetzt was zu essen gemacht, obwohl es gleich Kuchen gibt, auch gut. Achso, ich dachte, wo kommt denn jetzt das ganze Geld her, aber.
Aber verkauft hier alles, ist ja auch schön. Oh, es macht so viel Geld. Oh, na, du Kleiner. Oder du Kleine. Kannst du bitte auf meine Pflanzen drauf scheißen, damit ich Dünger bekomme? Das wäre toll. Dankeschön. So habt ihr es auch eigentlich mal geschafft. Schön, ne? Oh, Hannah! Oh, Philippa! Wo bringst du ihn hin? Ah ja, alles klar. goodness me! Bleib doch mal stehen. Okay, cool. Alles klar. Laurus ist jetzt älter geworden. Okay. So. Jetzt wird's interessant. Wie wird er wohl sein, Laurus? Er kommt ja halt von seiner Mutter aus, aber halt auch von seinem Vater aus. Mischung aus böse und lieb. Sehr interessant. Also, wir könnten die kleine Frechdachs nehmen. Oder wir könnten Lieblings der Massen nehmen. Das? Keine Ahnung. Geist und Körper. Ja, das möchte ich nicht machen. Und was ist das hier? Senkrecht. Na, nee. Kleiner Frechdachs. Dieser Sim möchte verspielt und flink sein. Dieser Sim möchte mit jedem reden und Freundschaften schließen. Nee, ich nehme das. Okay. Und wir sind. Übung macht den Meister. Spinner. Fröhlich. Düster. Ja. Geek. Aha, ich weiß nicht. Also, Insider, korrekt, gemein, Einzelgänger. Ich glaube, das wird ja ganz gut passen, weil Dahlia sich nicht so richtig gekümmert hat über Laos. Deswegen ist er halt ein Einzelgänger. Gut. Na, wie geht's? Oh Gott, du siehst sie ja ganz schön ähnlich. Oh Mann. Da kann man auch wirklich sehen, wem gehört, ne? Okay, gut. Warum bist du traurig? Albtraum gehabt. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Oh, was ist denn hier passiert? Da hat ja wohl jemand geschissen. Kannst du das? Okay, da das halt dein Kind ist und du schlafen möchtest, machst du erstmal das weg. Guck mal, sie wollte schon. Naja, was soll man machen, ne? Nee, du gehst doch jetzt nicht schlafen draußen. Auch wenn deine Mutter dir das scheißegal ist, aber du gehst in dein Bett. Und zwar machen wir jetzt ein Bett erstmal rein hier. Oh, Spiel, bitte. Dankeschön. Aber wir müssen das Bett oder das Kinderzimmer auf jeden Fall anders einbauen oder umbauen. So. Super. Wir nehmen mal das, das ist cool. Das sieht cool aus. So, dann gehst du in dein Bett und gut ist. So. Ah, aber warum? Wieso sind denn da bitte schön Sachen? Also Schlafsachen, also wie Reinigungsvorgang starten, Müll leeren. Warum geht das denn jetzt nicht? Ah, jetzt geht's wieder. Gut, komm mal an deine Station. Okay, so. Bis zur Perfektion polieren geht nicht. Okay, alles klar. Nee, ach so, das ja kannst du machen, auf jeden Fall. Leeren.
Ich weiß jetzt gar nicht, warum jetzt da auch Betten sind bei Highschool-Jahre. Ob man vielleicht eine Klassenfahrt macht, das wäre interessant. Würde ich cool finden. Aber ich glaube, da hat Sims 4 oder EA halt nicht so schnell dran gedacht oder so. Was machst du jetzt? Achso. Ja, du bist klasse. Ich mag dich. Und schön, dass ihr noch nicht ins Bett gegangen seid oder so. Wer muss denn alles jetzt arbeiten von euch? Achso, nur ihr. Achso, Dalia hat frei. Aber geh trotzdem schlafen. Du kannst dann auch das erstmal reinmachen. Und dann kannst du schlafen. Und dann schlafen auch alle. Toll, dass halt Summer oder du schläfst da? Warum schläfst du da? Du sollst doch hier schlafen. Ich habe doch extra was für dich hier hingemacht. Naja. Du sollst schlafen gehen. Verdammt nochmal. Oh, so in diesen Putzwahnsinn vertieft hier. Geht ja gar nicht. Ah, Mann. So, jetzt müssen wir abwarten, bis halt wieder Tag ist. Flecki ist wach und weiß nichts mit sich anzufangen. Gut. Na, guten Morgen. Ja, dann geh mal auf Klo. Und dann kannst du gerne halt auch den Scheißhaufen wegmachen, weil es wurde jetzt halt auch mal Zeit. Sagen wir es mal so. So, ich mach mal ein bisschen schneller, weil ich sie jetzt halt nur steuere. Und dann halt wieder lange braucht, auf Toilette zu gehen. Dann musst du wieder auf Klo. Oh Gott, stell dir mal vor. Weil, so wie es ja halt ist, ne? Wir Männer haben ja meistens keine Probleme mal so mit der Blase, ne? Und ich habe meistens immer so das Gefühl, dass die Frauen immer mehr öfter Probleme haben, irgendwie halt so auf Toilette zu gehen oder dass sie halt immer länger brauchen auf Toilette und das alles, weil die Probleme immer mit ihrer Blase haben. Und stellt euch mal vor, das würde halt bei Sims 4 halt auch passieren, dass man was mit der Blase hat und so. Das wäre krank. Da würde man ja gar nicht mehr von der Schüssel runterkommen. Na, wie geht's? Wie geht's dir generell? Gut, okay. Was können wir damit jetzt machen? Verkaufen können wir nicht. Angst vor der Dunkelheit. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Okay. Nee, das kann ich nicht machen. Leben, Familie entfernen, Objekt zurücksetzen. Ich muss einmal ganz kurz. Bedürfnisse ändern. Ja, ein bisschen komisch, wenn halt die ganze Zeit jetzt da mal das da ist. Aber eigentlich brauchst du doch jetzt keine Angst haben. Es ist doch jetzt gleich Sechse. Komisch. Also, das kann für mich halt nur ein Bug sein. Ja, es dauert halt noch 4 Stunden, aber ich glaube, da passiert denn halt auch nichts. Was denn draußen bei der Nacht selbstsicher sein? Ja, als ob. Warum gehst du denn mal dahin? Mach mal deine Hausaufgaben ganz schnell. Ich hab die wieder vergessen zu machen, verdammt. Er hat einen lockeren Zahn. Wow, cool. Du bist doch gerade das Kind geworden. Wie kannst du denn jetzt einen lockeren Zahn jetzt schon bekommen? So, hier lockeren Zahn rausziehen.
Let's go. Mach mal. Mach doch. Worauf wartest du? Okay. Ohne eine Stunde müssen wir zur Schule. Auch wenn Freitag ist, müssen wir trotzdem hin. So, wenn du auf Toilette musst, dann geh doch bitte auf die Toilette. Warum gehst du nicht auf die Toilette, wenn du auf die Toilette musst? So. Theo kommt. Der möchte was haben. Papa, Theo. Der ist schon schlecht wahrscheinlich. Wenn nicht, dann ist auch egal. Nee, nein. Mach deine Hausaufgaben weiter. Knapp. Wollte schon sagen, kann ich nicht mitmachen oder was? So, Leute. Ich würde denn sagen, in der nächsten Folge werden wir halt das... Okay, komisch. Auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge... Was ist denn heute los? Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich kann heute keine Wörter zusammenstecken. Das ist heute echt komisch. Wir werden nächste Folge bei der Highschool mitmachen. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall Ciao, ciao!